da. Du bist ein armer Tropf. Du dauerst mich von ganzer Seele. Schwarzwald, wie ihn die Menschen über Jahrhunderte wahrgenommen haben. Düster und bedrohlich. Heute werden diese Klischees nur noch bemüht, wenn es um Tradition oder Theater geht. Wie hier bei der Aufführung von Das kalte Herz im Wald von Freudenstadt. Seit Wilhelm Hauff das Märchen hier geschrieben hatte, hat sich das Bild des Schwarzwaldes grundlegend verändert. Echt, Henner? Das stimmt, sie ist elendig, Leber. Ja, ja, an mir soll's nicht liegen. Auf mich soll's nicht kommen. Ich hab schon manchen braven Bursch aus der Not geholfen. Und du wärst nicht der. Ein Märchen über einen Köhler, dem seine Habgier und Kurzsichtigkeit zum Verhängnis wurde. Genau das Gegenteil dessen, wie man mit dem Wald umgehen muss. Das ist die echte Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit übersetzt aber auch als Generationenvertrag. Ich bin nur eine kurze Zeit auf dieser Erde und empfange etwas, ein Stück Natur, ein Stück Wald und gebe das weiter an meine Nachfolger, an meine Kinder. Es ist enkelverträglich. Über Jahrhunderte lebten Menschen ganz im Wald und verließen ihn nur, um auf den Markt die wenigen Dinge einzutauschen, die ihnen der Wald nicht gab. Der Wald ernährte sie und Waldgeister sollten sie schützen. Ein hochentwickeltes System von gegenseitiger Abhängigkeit und Nutzen, wenn man die Spielregeln beachtete und es sich nicht mit den Waldgeistern verscherzte. Es ist nicht gut, wenn ich trenne zwischen alt und jung, sondern alt und jung muss gemischt werden. Das ist heute auch ein Problem bei uns. Wir versuchen das zu trennen und das ist nicht gut. Im richtig lebendigen Wald ist das ein Miteinander und der Wald macht sehr viele Dinge, die ich ihm getrost überlassen kann, weil er sie besser kann, wie ein Förster oder wie ein Waldbauer, deswegen überlässt er es auch. Ich muss aber sorgsam mit ihm umgehen. Peter, jetzt musst du mir was leihen. Wie viel willst du denn? 100 Gulden, wie es ausgemacht war. Immer so viel Geld wie sein Gegenüber, wünschte sich der Kohlen-Peter von einer Fee. Nun sind beide pleite. Kein Schwarzwälder würde so töricht handeln. Zu tief sitzt immer noch die Ehrfurcht vor den langen Wintern, die keine Kurzsichtigkeit dulden. Auch für die Künstler des Schwarzwaldes ist dies immer wieder ein Thema. Wie Matthias Schweigle, der nur mit dem arbeitet, was der Wald hergibt. Er denkt in Größenordnungen, bei denen man den Förster besser um Erlaubnis bitten sollte. Und dann denke ich, dass es da zwischenein macht. Und ich muss mir vorstellen, das weiße Birkenholz in der dunkle Hintergrund vom Schwarzwald. Hervorragend. Dann nehmen wir mal die Ficht raus für die Kunst und dann meinst du, dass das da dazwischen hängen könntest? Ja, genial. Kann nicht besser sein. Kann nicht besser sein, ja dann. Da hätte ich sagen, machen wir das so. Für die Kunst im Wald muss auch der Forst federn lassen. Achtung! Also Jungs, auf! Wir müssen reinheben, bevor es oben wird. Das kriegt dann auch kommt den anderen noch. Matthias Schweigle nennt sich Waldkünstler. Der gelernte Stuckateurmeister mag es gerne ein wenig größer und überrascht die Bewohner seiner Schwarzwälder Heimat immer wieder mit ausgefallenen Kunstwerken. Und sich auch, denn oft entwickeln die ein Eigenleben. Auch diese Idee wird ihn fest im Griff haben. Sein Kunstwerk entsteht am Waldrand in Freudenstadt. Die Gemeinde und ihr Forst ist eine besondere Beziehung. Kaum eine Stadt ist so mit dem Wald verzahnt. Seit 175 Jahren besitzt die Kommune große Waldgebiete und mehr als einmal war das ihre Rettung. Ein paar Kilometer entfernt vom Kunsttreiben widmen sich Freiburger Studenten der Forstwissenschaft weit rationalerem. Professor Tschupke wird den angehenden Forstwirten näher bringen, dass Wald weit mehr ist als eine Ansammlung von Holz, das man irgendwann einmal nutzt. Wald kann sogar Währung sein.
Einmal nach Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs war das Problem der Geldentwertung auch hier ein ganz großes Problem. Und die Stadt hat damals den Wert ihres Waldes verpfändet. Es gab hier Notgeldscheine. Diese Notgeldscheine, da sind in der Regel Waldmotive drauf. Und da ist drauf als Text, der Gegenwert dieser Geldscheine, das ist unser Wald, unsere Stämme, Hochgestalt, ist unseres Geldes wahrer Hinterhalt. Das war die eine Phase, wo der Wald auch in Notzeiten der Stadt geholfen hat, hier zu überleben. Und die zweite, vielleicht noch dramatischere Phase war ja nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Stadt war ja total zerstört. Der Wiederaufbau musste finanziert werden. Und damals war die Stadt heilfroh und sehr dankbar, dass ihr eigener Stadtwald in der Lage war, durch zahlreiche Übernutzungen, die es damals auch gab, in den Stadthaushalt große Geldbeträge zu erwirtschaften. Erbitterten Streit gibt es darum, mit welcher Form der Waldbewirtschaftung mehr Geld zu verdienen ist. Mit der naturnahen oder der intensiven Nutzung. Dabei funktioniert der Forst wie ein großer Maisacker. Säen, wachsen lassen, Kahlschlag. Freudenstadt setzt dagegen auf naturnah und verdient damit richtig Geld. Das Prinzip der naturgemäßen Waldwirtschaft besteht ja eigentlich darin, möglichst wenig im Wald zu machen. Und wenig im Wald machen heißt Kosten sparen. Und der ideale naturgemäße Wald, wie wir ihn im Plenterwald ansatzweise haben, erlaubt uns im Wesentlichen, uns auf die Entnahme von einigen Bäumen zu konzentrieren und den Rest darf die Natur machen. Und das ist eigentlich der Idealfall für einen Waldbesitzer. Er erntet, verkauft Holz, den Rest macht die Natur. Und die ließ die Freudenstädter auch in schwierigen Zeiten nicht im Regen stehen. Als Geld nichts mehr wert war, sicherten die Freudenstädter ihre Währung mit dem Wald ab. Die Scheine beschrieben einen Gegenwert in Holz. Zum Heizen, zum Bauen, zum Glauben an ihre Währung. In Freudenstadt sind die Winter besonders lang. Ohne Holz kein Überleben. Und für genügend Holz haben die Stadtväter gesorgt, als sie 1908 große Waldflächen für ihre Gemeinde erwarben. Ist Erntezeit im Wald, dann steigt die Ampeldichte rund um Freudenstadt deutlich. Rund 3200 Hektar ist der Freudenstädter Stadtwald groß. Und er ist hochprofitabel. Nicht trotz der naturnahen Nutzung, sondern genau deswegen. Ein naturnaher Wald braucht keine intensive Pflege. Das spart 300.000 Euro Personal- und Sachkosten pro Jahr. Der Holzverkauf brachte 2007 1,2 Millionen Euro für die Stadtkasse. Geld, das direkt in die Stadtkasse geht. Alle anderen Einnahmen gehen größtenteils an Bund- oder Solidarfonds. Sieht man den Forst als Unternehmen an, dann glänzt er mit Eckdaten, von denen andere nur träumen können. Er ist schuldenfrei und repräsentiert einen wirtschaftlichen Wert von über 25 Millionen Euro, jährlicher Wertzuwachs garantiert. Prunkstücke des Freudenstädter Forstes sind alte, aber kerngesunde Stämme. Die Aufkäufer der Sägewerke, wie Harald Bröker, sind ganz wild auf die gut 180 Jahre alten Stämme. Harte Verhandlungen mit Förster Hein. Da haben wir einen Zweier und einen Einser. Können wir hier anfangen? Ja, schauen wir mal drüber, was der Herr Knob da bewertet hat. Oh. Also von vorne sahen sie ja schon mal ganz gut aus. Die Mantelfläche hier. Oh ja, hier hat es ein paar Äste. Wo hat er den drin? Ja, zwei. Im Zwei, das passt wunderbar. Mhm. Okay, gut, bin ja auch einverstanden. Ja, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Also Äste kann ich mal keine feststellen. Wunderbar. Herz ist auch in der Mitte, kein Buchs, kein Reaktionsholz. Nee, vorne ist auch in Ordnung. Ist, können wir einen Einser lassen, ist okay. Okay, gut. Herr Bröger, schauen Sie den noch mal von vorne an. Der ist für eine Fichte echt super. Na gut, der hat einen Drei sortiert. Wunderschöne Farbe. Herz in der Mitte, gleichmäßig gewachsen. Gut, Harzgalle sehe ich auch nicht. Was fällt dem zum Zweier? Das frage ich mich auch gerade. Da war der Herr Knob ein bisschen streng mit sich selber. Eine Zeit lang waren Stämme verpönt, die nicht das sägewerkkonforme IKEA-Maß hatten. Aus der ganzen Welt kommen Kunden, um die besonders gleichmäßig gewachsenen Schwarzwaldstämme zu kaufen. In dieser Qualitätsnische können sich die Schwarzwälder auch gegen Billigholz behaupten. Ein super gewachsener Stamm, ein Wahnsinn. Ja, der Stamm, der ist jetzt 180 Jahre steht er und das ist eigentlich genau das Ziel, das wir anstreben. So genau stark, das, was wir brauchen. Und das, was wir wollen im Blenderwald, so stark sollen die Bäume werden. Schauen Sie mal, das Herz wunderbar, in der Jugend wahnsinnig eng gewachsen. Ganz klasse, keine Rissigkeit, nur ein achsparalleler Spaltriss, der mich nicht stört. Farbe ist okay für die Tanne, wunderschön. Ja, und von der Holzstärke,
Der ist jetzt hier nach 2,5 Meter, ist immer nur 82 cm stark. Ja. Schauen Sie sich mal die Mantelfläche an. Fehlerfrei. Fehlerfrei. Ja. Traumhaft. Da mache ich sogar ein 1 plus drauf, Herr Hein. Das ist nicht nur 1, das ist 1 plus. Gibt aber nicht mehr Geld. Ah. Gut. Das Sägewerk Echtle in Nordrach hat sich auf das Verarbeiten hochwertiger Hölzer spezialisiert. Für das Unternehmen sind naturnahe Wälder überlebenswichtig. Nur dort reift die Qualität, mit der sie auf dem harten Holzmarkt überleben können. Ihre Konkurrenz lauert nicht im Schwarzwald, sondern auf der ganzen Welt verteilt. Die Pfründe hier, durchs Sägewerk laufen makellose Stämme. Denn der Schwarzwald hat einen der weltweit besten Bestände an großen, gesunden Tannen. Letztes Großprojekt war der komplette Dachstuhl der Frauenkirche in Dresden, wie schon im Original. Nur die beste Tannenholzqualität ist gut genug für ein anderes Prestigeprodukt. Japanische Totenbretter. Kein Ast darf die absolut parallelen Linien der Maserung stören. Jedes Brett handverlesen. Die Holzqualität kommt vor allen Dingen aus Freudenstadt. Weil in Freudenstadt ist einer unserer Hauptlieferanten. Freudenstadt hat den Vorteil, dass es ein Top-Wuchsgebiet ist für die Tanne. Und dort auch die Plenterwälder zu Hause sind, die naturnahen Wälder. Und dort auch das Starkholz daheim ist. Schöne, starke Tanne. Und da produzieren wir halt diese japanischen Totenbretter. Nur alte, kerngesunde Bäume liefern sowas. Die Förster Hein und Weidelich sortieren ihren Wald. Ein Baum, der ist von der Qualität her super. Er scheint schon relativ stark, aber vom Gesundheitszustand wunderbar. Man sieht oben keinen Himmel, also sehr dichte Krone, unter keinerlei Schäden. Und vom Durchmesser ist so, dass die durchaus noch dicker werden könnte oder sollte, weil sie im Augenblick noch super Wertzuwachs hat. Und ich denke, die kann man noch mal 50, 60 Jahre stehen lassen, dass man sie dann wirklich als starker Baum mit 85 cm erst ernten. Das wäre jetzt eine Tanne, die könnte man auf jeden Fall rausnehmen. Sie hat Äste auf der ganzen Stammlänge verteilt. Oben die Bekronung ist auch nicht mehr allzu gut. Sie hat unten einen Schaden, sodass das wirklich ein Baum wäre, den man guten Gewissens entnehmen könnte. Ja, ich denke auch, auf jeden Fall, Herr Hein, die Wasserreiser, wenn ja noch stärker wäre, der Baum wird im unteren Bereich keine Furnierholzqualität mehr erreichen. Der Schaden ist da, den Sie angesprochen haben. Und von daher sollte man den auf jeden Fall entnehmen. Herr Hein, da ist jetzt die Tanne mit dem Krebs. Sehen Sie da oben, der starke Krebs. Man sieht, die grüne Krone ist nicht mehr so vital wie die von der nebenstehenden Tanne. Ich denke, das ist auch ein Baum, den wir auf jeden Fall demnächst holen müssen, bevor er voll abstirbt, bevor er entweder abkracht oben oder voll dürr wird. Ja, der ist auf jeden Fall krank, also das sieht man. Und der sollte auf jeden Fall beim nächsten Eingriff rausgenommen werden, bevor der uns einfach so abstirbt. Wenn man die mechanischen Saurier im Wald sieht, kommt man nicht drauf, dass dies eine der schonendsten Formen der Baumernte ist. Entscheidend ist, dass der Vollernter nur alle 40 Meter in den Wald fahren muss. Mit seinem langen Greifarm kommt er auch an weit entfernte Bäume heran, ohne hineinfahren zu müssen. Das schont den Boden. Vom Absägen bis zum fertig portionierten Stamm erledigt die Maschine alles. Kein weiteres Arbeitsgerät muss in den Wald. Besonders in einem Plenderwald ist die schonende Aufarbeitung wichtig. Diese Waldart kommt dem natürlichen Wald am nächsten. Bäume aller Art und Alter nebeneinander. Gepflanzt wird nicht. Die Natur entscheidet, was wo wächst. Der Mensch greift nur ein, indem er erntet. Wobei vor allem Stadtmenschen entsetzt sind, wenn die Förster einen prächtigen, alten Baum fällen. Wenn wir den Plenderwald dicht lassen, dann haben wir keinen Plenderwald mehr. Wir verlieren ihn, weil einfach der Unterwuchs dann abstirbt aus Lichtmangel. Und das andere ist, wir wollen wirtschaften. Und wenn wir dann einen schönen, alten, dicken Baum verkaufen können, dann ist das eigentlich wieder der Grund, dass wir ein Argument haben, warum wir unsere Bäume so alt werden lassen. Da gibt es durchaus andere Modelle, die die Bäume früher nutzen. In vielen Forsten finden sich kaum Bäume, die älter als 50 Jahre sind. Das wirtschaftliche Risiko, sie länger stehen zu lassen, ist den Besitzern zu groß. Zumal in einer Zeit, da die Holzpreise stetig steigen.
Selbst kleine Bäume und Geäst sind inzwischen gesucht, als Brennstoff für Heizkraftwerke. Noch im Wald werden aus ihnen Hackschnitzel. Inzwischen besteht die Furcht, dass der Wald fast leer gefegt wird, Tiere und Pflanzen keine Lebensräume mehr haben werden. Auch im naturnahen Wald ein Problem. Verbissschäden durch das Wild. Viel zu hoch ist der Wildbestand in vielen Wäldern. Zum einen, weil die Jäger auch mit Anfüttern ihn zu hoch gepäppelt haben, aber auch, weil das Wild gelernt hat, den Weidmännern geschickt aus dem Weg zu gehen. Im Auftrag des Freudenstädter Forstamtes ziehen die Jäger los. Der Abschuss soll die jungen Bäume, das Kapital von morgen, schützen. Zudem bringt das Wildbrett auch Bares in die Stadtkasse. Während die Jäger in aller Ruhe auf das Wild warten, kämpft Waldkünstler Schweigle mit den Tücken seines künftigen Kunstwerkes. Gut, also hoch mit! Zwischen zwei Fichten soll ein riesiges Spinnennetz aus Birkenstämmen entstehen. Wie es aussehen soll, ob es funktioniert, keine Ahnung. Aber genau das ist ja der Reiz. Der Künstler sucht die Auseinandersetzung mit der Natur. Aber manchmal hat die eigene Ideen. Schraube und Schraube! Jetzt guck mal! Passt es so? Guckst du mal an! Passt gut. Die Birken sind ideal für das Kunstwerk und deuten auf einen anderen Schatz hin. Wasser. Es fließt verborgen unter den Wurzeln der Bäume. Quellwasser von höchster Qualität. Nur wenige Meter unter der Oberfläche im Freudenstädter Wald liegt eines der Quellhäuser, das die Stadt mit Trinkwasser versorgt. Wie aber wäre die Qualität, wenn das Wasser direkt aus dem Fluss kommt und kein Wald es filtriert? Es wäre sehr schwer vorstellbar, wie dann die Verhältnisse wären. Aber wir hätten enorme Probleme mit Boden, mit Freispülung von Erdboden bei starken Niederschlägen. Und von daher sind wir froh, dass wir bewaldete Flächen haben, wo eigentlich der Wald die Schutzwirkung für unser Wasser hat. Die reichlichen Niederschläge des Schwarzwaldes sorgen auch für ein seltenes Naturschauspiel. Druckquellen, frisches Wasser direkt aus dem Boden. Als die Stadtväter von Freudenstadt vor über 100 Jahren tief in den Steuersäckel griffen, um über 100 Hektar Wald zu kaufen, dachten sie in erster Linie an die Bäume. Dass das, was sich unter den Wurzeln sammelt, einmal so wertvoll werden würde, hätten sie nie gedacht. Was der Wald um Freudenstadt einsammelt, tritt hier teilweise zutage. In der Kinzigtalsperre. Nur kleine Bäche laufen in die Talsperre. Zum Füllen reicht das längst nicht. Der Wald bindet das Wasser, hält das Wasser, reinigt das Wasser. Das heißt, ohne den Wald hätten wir diese Wassergüte und diese Wassermenge bei weitem nicht. Die Talsperre Kleine Kinzig zeigt, wie viel der natürliche Schwamm Wald aufnehmen kann. Er ist ein gigantischer Zwischenspeicher. Ohne ihn würde aus harmlosen Regen Sturzbäche die alle Erde fortspülen. Öder Felsboden an Land wäre die Folge und kaum nutzbare Schlammbrühe im Stausee. Zudem gibt der Wald über eine geregelte Verdunstung auch wieder Feuchtigkeit in die Atmosphäre zurück. Der Kreislauf des Wassers funktioniert, bis in die Tiefe des Stausees. Okay. Also, dann holen wir sie hoch. Die Kleine Kinzig hat Trinkwasserqualität. Und damit das so bleibt, ist so ziemlich alles verboten, was man an einem See machen kann. Um ganz sicher zu gehen, dass kein Angler seinen Wurm im kristallklaren Nass badet, haben die Stadtwerke Freudenstadt alle Fischereirechte gekauft. Nur um das Angeln so zu verbieten. Die Wasseruntersuchung bestätigt, dass alle Werte exzellent sind. Die Wasserflöhe im Probefläschchen auch. Guck's dir mal an, was wir alles gefangen haben. Ziemlich ganz voll. Viel was zur Zeit da in der Talsperre rumschwirrt. Für die Wasserflöhe und die Wasserwerke ist der See ein Geschenk. Es ist ein Glücksfall. Aus monetärer Sicht, das heißt die Erträgnisse aus dem Wald,
für den städtischen, für den kommunalen Haushalt vereinnahmen zu können und dann Wasser aus der eigenen Markungsfläche, diese Ressource zu gewinnen. Etwas Besseres gibt es eigentlich nicht. Sonja Göringer auf den Spuren der Luftschnapper. So nannten die Freudenstädter vor rund 100 Jahren die ersten Touristen. Sie kamen mit der 1878 gebauten Gäueisenbahn nach Freudenstadt. Die Försterin beschäftigt sich seit Jahren mit dem historischen Tourismus im Schwarzwald. Auch nach 100 Jahren sind die Spuren der Luftschnapper allgegenwärtig. Früher waren Plätze mitten im Wald beliebt, wo man sich zusammensetzen konnte. Die ersten Gartenwirtschaften. Den Platz gibt es heute noch. Palmenwald nannten die Freudenstädter diese Ecke. Wobei Palme auf die damals häufigen Stechpalmen zurückgeht. Heute sind sie verschwunden. Überlebt hat die Palmenwaldhütte. Sie entstand in der Pionierzeit des Schwarzwaldtourismus. Es war eine Zeit des Umbruchs. Die alten Waldgewerbe gingen da nieder, weil die Eisenbahn die Zunft der Köhler ruiniert hat. Mit der Eisenbahn kam billige Steinkohle nach Freudenstadt. Die Flößer, die bis dahin hier in den Wäldern ihr Gewerbe betrieben, hatten auch Konkurrenz durch die Eisenbahn. Und es ging Angst um, wie geht es jetzt weiter hier in Freudenstadt. Und mit der Eisenbahn kamen dann aber auch die Städter aus den nahen Städten. Und die genossen die schönen Wälder und kamen wegen der balsamischen Düfte, wie man so schön sagt, hierher nach Freudenstadt. Und da erkannten auch die Freudenstadt, die diese ersten Gäste etwas spöttelnd Luftschnapper nannten, den Wert des Waldes für die Erholungsfunktion. Damals kamen die Fremden nicht nur wegen der reinen Luft. Der Wald entsprach auch ihrer Vorstellung eines natürlichen, eines Märchenwaldes. Und die Freudenstädter waren klug genug, die Illusion zu hegen und pflegen. So entstand quasi als touristischer Nebeneffekt ein naturnaher Wald, wie man ihn in Deutschland kaum noch findet. Aus ganz Europa pilgern Forstleute nach Freudenstadt, um zu sehen, wie vielfältig und vital sich ein Wald entwickelt, wenn man ihn nur lässt. Aus einer Idee, die vor 100 Jahren geboren wurde. Das war ja genau das, was einmalig war zu der damaligen Zeit hier in Freudenstadt. Die haben erkannt vor 100 Jahren, dass der Wald noch einen anderen Wert hat als eine Rohstofffunktion und den touristischen Wert erkannt und das konsequent ausgebaut. Zunächst allerdings nur für die stadtnahen Waldbereiche, genau genommen 120 Hektar. Der Stadtwald ist ja sehr viel größer. 2200 Hektar bekamen die Freudenstädter 1833 vom Königreich Württemberg übereignet. Die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg. Heute ist Freudenstadt mit über 3500 Hektar einer der 10 größten Waldbesitzer Deutschlands. Und den größten Marktplatz haben sie auch. Dazu noch ein einzigartiges Ensemble des berühmten Architekten Schickard. Aber das alles konnte den konstanten Niedergang des Schwarzwaldtourismus nicht verhindern. Freudenstadt wirkte mit seinem riesigen Stadtwald über 100 Jahre lang wie ein Touristenmagnet. Hunderttausende suchten in den tiefen Wäldern Erholung. Aber seit etlichen Jahren bleiben die Besucher aus und viele der Hotelpaläste der Innenstadt sind pleite gegangen. Zu sehr hat sich der Fremdenverkehr darauf verlassen, dass Schwarzwald pur reicht. Ein schwerwiegender Irrtum. Ganz anders ist die Situation im Stadtteil Lauterbad. Die Hotels hier sind gut gebucht. Auch sie setzen auf das Kapital Schwarzwald, aber eben nicht nur. Karl-Hans Heuer wirbelt in der Küche des Hotels Grüner Wald. Als er vor vielen Jahren in den Betrieb einheiratete, begann er die Kochkünste deutlich über das Freudenstädter Gastronomieniveau anzuheben. Noch immer liegt zwischen den Töpfen sein eigentliches Revier. Du hast deine Beilagen da drüben, ja? Zwiebelrostbrand und ohne Maul, dafür mit Pfifferlinge. Das Ratsherrntöpfle geht nicht. Der will Pommes haben. Kalbszahnenschlüssel geht auch mit Pfifferlinge. Und Rumpsteak Medium auch mit Pommes, gell?
Auch wenn inzwischen viele Gäste den Grünen Wald allein wegen seiner Menüs besuchen, Hotelbetreiber Heuer weiß, dass es ohne seinen Verbündeten hinter dem Haus längst nicht so laufen würde. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit zusammen, gell? Dass Sie schmecken, gell? Das Haus ist mit dem Schwarzwald groß geworden. Das Haus ist aus Schwarzwaldholz gebaut. Und an Bedeutung hätte es also in dem Sinn keine, wenn der Wald nicht wäre. Aber der Anspruch der Gäste hat sich nicht nur bei der Speisekarte verändert. Sie nehmen auch den Wald anders wahr. Die rotbesockten Liebhaber der Kuckucksuhren sind fast ausgestorben. Wanderer, Mountainbiker finden hier ihr Glück im Schwarzwald, ja, im Wald. Und das Erlebnis Wald alleine auch so. Und diese Gäste, die haben sie heute im Gegensatz zu früher, die sind halt hier gewesen, haben 4 Wochen Urlaub gemacht oder 3 Wochen Urlaub. Davon waren sie 14 Tage im Schwarzwald, sind an Mummelsee gefahren, an Titisee, in die Massenanziehungspunkte. Aber den Wald als solches, der wird heute viel bewusster aufgenommen beim Touristen, weil er halt doch, sagen wir mal, für die Erholung da ist. Früher hatte die Forstverwaltung genaue Vorstellung vom deutschen Wald. Schwerstes Arbeitsgerät durfte den Wald verwüsten. Aber Wanderer sollten die Wege nicht verlassen. Auch das hat sich radikal geändert. Heute ziehen Förster und Tourismus oft an einem Strang. Wir stellen uns auch so Erholungsinseln vor, wo der Gast wirklich, sagen wir, ich habe vorhin schon mal gesagt, so eine Hängematte drin liegt. Ja. Was ja auch ist, Sie sehen heute, die Menschen gehen in den Keller in ihre Sportgeräte, bei schönstem Wetter. Vielleicht kann man hier auch 2, 3, 4 Sportgeräte aufstellen. So, also gut. Wo ein bisschen, ja, also wenn Sie die aufstellen wollen, da könnte Ihnen eigentlich 2 ein natürliche Sportgeräte. Irgendwo da in dem Bereich, da drüber was. Und das andere wäre aus meiner Sicht da oben in diesem Bereich. Ich denke, es sollte nicht direkt am Weg sein. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Standort. Genau. Sondern sollte irgendwas Besonderes sein. Die anderen Wellnessliegen haben Sie schon mal gesehen, die hier so sind. Diese langen Liegen, diese Relaxliegen. Ja, genau. So nur 2, 3 Reihen. Genau, nee, das wäre die ähnliche Standorte. Die müsste eigentlich direkt daneben hin, dass sich dann dort der Sportler wieder entsprechend ausruhen kann. Und da, wo ein Bächle plätschert. Die Waldkunst nähert sich der Vollendung. Fast 10 Meter Durchmesser hat das Spinnennetz. Der Meister ist hingerissen. Mensch, das schwingt ja optimal. Also wie beim echten Spinnennetz. Besser könnte es nicht sein. Super. Super. Und oben ist es super befestigt. Jawohl. Sturmsicher. Kann der nächste Lothar kommen. Für Waldkünstler Matthias Schweigle hat ein Spinnennetz viel mit dem Wald gemeinsam. In der Natur entstehen Spinnennetze dort, wo Ruhe herrscht. Spinnen können warten, sehr lange, wenn es sein muss. Wer vom Wald lebt, muss auch geduldig sein. Aber dafür ernährt er ständig und verlässlich. Es ist nicht in der Natur so vielleicht wie gerade bei so einem Netz. Es sind nicht viele Zusammenhänge. Gibt es nicht viele Zusammenhänge dort in der ganzen Natur, dass es funktioniert. Aber was machen wir vielleicht teilweise? Machen wir vielleicht... Ist wie bei einem Spinnennetz. Man weiß nicht, welches der wichtigste Faden ist. Und deswegen geben die Freudenstädter bei ihrem Wald die Fäden nicht aus der Hand. Schon mehr als einmal hat er es ihnen gedankt.